die Rednerin Birgit Schatz, Arbeitnehmersprecherin der Grünen. Danke, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, um ein Thema anzusprechen, auf das ich Sie immer und immer wieder versuche aufmerksam zu machen, auch die zuständigen Minister, die Sozialpartner. Und zwar geht es mir um das Aufzeigen des Problems, dass wir zu unklare gesetzliche Regelungen im Zusammenhang mit Pflichtpraktika haben und ganz speziell im universitären Bereich. Diese unklaren Regelungen führen zu Verwirrungen, zu Schwierigkeiten, zu negativen Erfahrungen mit diesen Praktika, die nicht notwendig wären. Es ist dringend notwendig, dass wir hier endlich für klare Verhältnisse sorgen. Bitte gehen Sie dieses Projekt an. Meine Damen und Herren, das braucht eine verzahnte Lösung aus einer arbeitsrechtlichen Definition und einer studienrechtlichen Herangehensweise. Weder nur das eine noch nur das andere bringt uns etwas. Ich hatte die Gelegenheit, im Zusammenhang mit der Debatte eines diesbezüglichen Entschließungsantrages von mir auch mit dem Herrn Minister zu führen, der so etwas wie gewisses Problembewusstsein signalisiert hat, auch angekündigt hat, dass an Lösungen gearbeitet wird. Wenn ich mir aber dann anschaue, was mit diesem UG hier auf den Weg gebracht wird, sage ich, das ist leider keine gute Richtung. In § 35a geht es um das praktische klinische Jahr. Das ist sowas wie ein Pflichtpraktikum für Medizinstudierende. Das findet 48 Wochen lang statt, im Umfang von mindestens 35 Stunden in der Woche inklusive Nachtdienste. In dem Gesetz finden wir, dass das sozusagen eine aktive Teilnahme an der Betreuung von Patienten und Patientinnen beinhaltet, aber kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis begründet, dass die Unterstützungsleistung, die die Studierenden bekommen, wir reden hier von ca. 600 Euro, auch keinesfalls heißt, dass das ein Dienstverhältnis ist, sondern diese Unterstützungsleistung ohne Anstellung, ohne Sozialversicherung stattfindet. Das wird hier definiert. So, es ist kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis. Gegenschluss steht auch in den Erläuterungen, es soll ein Ausbildungsverhältnis sein. Was ist aber ein Ausbildungsverhältnis? Das ist eines, wo der Auszubildende große Freiheit bezüglich der zeitlichen Gestaltung seiner Anwesenheit vor Ort hat und in den betrieblichen Arbeitsprozess nicht unmittelbar eingegliedert ist. Das ist doch hier nicht der Fall. Das heißt, was hier geschieht, ist wieder keine Klarheit schaffen, sondern die Verwirrung fortführen. Das kritisieren in ihren Stellungnahmen sowohl die betroffenen Vertreter von Seiten der Studierenden, also die ÖH, als auch die Arbeiterkammer. Die Verwirrung wird fortgesetzt, es wird einfach nur in einem Punkt Klarheit geschaffen, nämlich der, dass sich die Krankenanstalten Geld sparen, dadurch, dass sie die Leute nicht anstellen müssen. Meine Damen und Herren, wir brauchen hier eine Klärung, wir brauchen die Definition zwischen Arbeit und Ausbildung. Das, was hier ist, ist leider noch nicht ein großer Schritt, aber ich bin guter Dinge, der Kollege Katzen ist jetzt leider nicht da, dass die Gespräche, die wir diesbezüglich mit der GPA haben, die stark in Richtung analoger Regelung wie beim Berufsausbildungsgesetz für Lehre gehen, also zwischen Ausbildung und Arbeit, dass das ein guter Ansatz ist. Und ich hoffe, dass wir hier wirklich bald weiterkommen. Dankeschön. Birgit Schatz von den Grünen.